Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Meister Macker. Ich hoffe, ich höre mich nicht zu müde an. Aber ich bin schon müde. So, wir gehen Kacke pumpen. Wir müssen hier zweimal Kacke pumpen. Das ist einmal. Okay, ja. Okay. Gut, die zwei müssen wir abpumpen. Dann gibt es hier bei Loppe gibt es noch zwei. Da ist das Geisterhaus, da ist die Brücke, dann da ist Flidari. Das bedeutet, das ist direkt neben Flidari und das ist da bei dem einen Haus. Okay. Und hier gibt es noch einen Kacke-Bump-Job. Das ist. Warte mal. Da ist der Holztyp, da ist Jockel. Ne, warte, da ist Jockel, da ist der Holztyp. Dann weiter. Und kurz bevor wir hochfahren, wo wir dann eigentlich immer dahin abbiegen, müssen wir rechts einbiegen, da wo der Brunnen ist. Okay, und das war's dann auch schon. Seems like it. Das müsste Heuballen sein, ja? Okay, gut. Wir fahren mit dem Satsuma zum Truck. Und mit dem Truck fahren wir dann quasi abpumpen, dann fahren wir wieder zurück mit dem Truck und mit dem Satsuma wieder nach Hause. Ich nehme zwei Würstchen mit und eine volle Kiste Bier. So, wie gesagt, ich hoffe, ich höre mich nicht zu müde an. Ich bin eigentlich auch schon länger auf. Das Problem bei mir ist aber, das ist nämlich ein ganz komisches Problem. Und zwar, ich bin jetzt schon irgendwie 2 Stunden wach, bin jetzt aber eine Stunde und 30 Minuten noch im Bett gelegen und habe Videos am Handy geguckt. Und wenn ich das mache, bin ich komischerweise, höre ich mich dann müde an. Ich starte mal kurz den Satsuma an und hol dann weitere CDs. Mal gucken, was auf den anderen so drauf ist. Eigentlich habe ich, um ehrlich zu sein, alle Tracks. Ich habe einfach nur die ersten 45 Tracks rauskopiert und habe die dann in den CDs reingepiert und den Rest in den Radio. Oh, habe ich den End-Driving Mode nicht geändert? Nee. Jetzt habe ich den Driving Mode geändert. So, zu die CD machen wir dann wieder in unserem Zimmer auf die erste Position, damit wir immer wissen, dass das auch CD1 ist. I'm Blue fand ich am besten von der CD. Zack, zack, zack. Okay, und dann nehmen wir jetzt mal die CD hier. Die legen wir hier hin. CD raus. 700 Megabyte, ja. Zack. Die CD ist drin. Und dann natürlich alles zumachen. So. Und dann ab zum Gifu Truck. Bin mal gespannt, was auf der CD für Tracks drauf sind. Ich lasse die jetzt einfach mal durchlaufen. Direkt ein gutes Lied.
Ja, gleich kann es richtig losgehen. Okay, jetzt geht's los. Erstmal kurz. Gut. Witz ist auch nur noch halb voll. Ich bin aber überlegen, ob ich den jetzt direkt auftanke. Und ich glaube, ich mache das auch. Dann erzähle ich euch gleich mal, wo wir jetzt überall pumpen müssen. Weil wir kommen an allem vorbei. Ich war bei der Ruhe am Überlegen, ob wir die GT-Felgen nehmen und der Rallye-Reifen draufziehen, und ich glaube, das werden wir auch so machen. Auch wenn ich sagen muss, ich finde die GT-Felgen optisch für Rallye-Felgen nicht so nice. Da gibt es andere Felgen, die ich besser finde, die ich weiß nicht, vielleicht kaufe ich sie mir. So. Oh lol. Ein Pumpjob ist direkt da rechts, wo das blaue, wo die blaue Scheune da steht. Ein Stückchen weiter rechts ist ein Haus, wo wir pumpen müssen. Das Haus hat man gerade gesehen, das heißt, wir müssen hier reinfahren. Das heißt, wir müssen fast bis komplett nach Hause fahren. Ah, fuck you. Nicht jetzt. Ich hasse den Regen, weil das sieht man echt super wenig. Da war gerade der Holztyp, jetzt kommt gleich Jockel. Eigentlich hätten wir gerade Killian mitnehmen können, die letzten 8 Flaschen. Haben wir jetzt aber nicht gemacht. Oh, das war nicht gut. Sollte ein bisschen vorsichtiger fahren. Tut mir leid, Zuhörer, wollte ich nicht. Okay, ich komme ein bisschen näher an mein Mikro, vielleicht hört ihr mich dann besser. Dann sitze ich zwar da wie so ein Krüppel, aber dort ist mir jetzt egal, ich sehe sowieso gerade nicht so viel. Das heißt, ich muss mich sowieso ein bisschen vorbeugen. Oh, 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 oh! Nein, 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 nein! Nein! Ach Mensch! Ich habe doch abgebremst. Yo. Da ist die World Border. Direkt vor mir ist die World Border, hinter mir ist die World Border. Ja, ich komme leider nicht raus wegen der fucking World Border. Warum müssen die auch so krumm und schief sein? Kann die nicht einfach gerade sein? Da ist nicht mal die World Border, was hast du denn? Wenn ich dich jetzt so schiebe, dann ist gleich Oha. Ja, das war das Oha, was ich meinte.
Habe ich die Handbremse drin? Nee. Muss ich jetzt echt den Motor kaputt machen, weil ich Vollgas geben muss? Nee, das funktioniert so nicht. Ich muss den rausschieben. Hallo? Oh, lol, ich war. Doch, ich war im Driving Mode. Huh. Ja, aber dann muss ich dich noch ein bisschen nach links schieben. My friend. Sind immer noch im Wasser. Immer weiter schieben. Du drehst dich jetzt nicht, oder? Doch. Du drehst dich volle Kanne und du rutschst. Ich muss da jetzt einfach nur raus, um mich richtig hinzusetzen. Natürlich gehst du aus. Warum denn auch nicht? Holy shit, was fahre ich gerade zusammen? Ja, ich bin noch nicht wach. Wenn ich nämlich im Bett liegen, ich bin ja im Bett liegen geblieben und da bin ich nicht ganz wach. Bei dem da müssen wir Kacke pumpen. Dann bei dem da links müssen wir Kacke pumpen. Der Regen nervt einfach nur.
Was war ich zusammenkommen? Wehe, es regnet jetzt beim Kackebumpen. Holy shit. Der Regen ist ja nämlich mega nervig, einfach nur mega nervig. Ich muss jetzt kurz einen Schluck Sprudelwasser trinken. So. Eigentlich habe ich den Mesh Safe gelöscht, aber irgendwie ist das da trotzdem immer noch alles verbeult. Ich muss das mal bei Fledari reparieren lassen. Zwölf Zigaretten habe ich nur noch. Voi vittu näitä hyttysiä, kun näitä pyörii joka saatana on paikassa. Ja. Ich stimme dir dazu, Timer, auch wenn du mit mir durch deine Tür geredet hast. Hau weg, die Chick. Zack. Fuck. Das war aber auch nicht der richtige Ort. Ich wäre viel zu früh, bin viel zu früh eingefallen. Ja klar, geh halt aus. Als ob ich das jetzt nicht bremsen konnte.
Gut, wir haben den LKW. Ich lasse den jetzt vorglühen. Die Bremse geht nicht mehr. Doch. Okay. Na gut, ich danke euch fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge von Let's Play Meistermarker wieder ein. Ciao!